Wir sind alle ausgezogen. Dennis, du hattest da noch was? Ja. Wie wird ihr filmen? Ja, natürlich. Okay, ja, zu Dr. Axel Stolz, neuesten Buch. Danke. Also Hochtechnologie im dritten Reich. Ja, läuft. Nee, der neues Buch. Die schwarze Macht. Der Geologie, wo du da ist. Die Irrtümer in der Geowissenschaft. Ja, genau, das ist dabei. Ja. Hans-Joachim Zilmers Buch hier, Darwins Irrtum, auf jeden Fall wichtig vorher zu lesen. Erstens natürlich, um die darwinistische Evolutionstheorie endlich auch endgültig als Theorie abzuhaken. Zu vergessen, ja. Genau. Und zweitens, weil ja, um Dr. Axel Stolz Bücher zu verstehen, man ja wirklich eine gewisse Grundintelligenz benötigt, sollte man sich erstmal mit Hans-Joachim Zilmers Buch beschäftigen, weil sonst wird man wahrscheinlich dein Buch mehr oder weniger nicht verstehen. Ja. Man sollte sich also sozusagen erstmal mit den Grundkenntnissen anhand von seinem Buch erstmal Zilmers beschäftigen. Zilmers ist ein guter Einstieg, ja. Zilmers, sehr gut, danke. Ja, 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 Zilmers ist ein sehr guter Einstieg. Habe ich gelesen, ganz fantastisch, muss ich sagen. Aber traurigerweise hat er sein Buch 3 Jahre zu früh rausgebracht, hätte er 3 Jahre gewartet. Dann hätte er die 223 fremden oder außerirdischen Gene mit einbauen können, die die Wissenschaftler im Jahre 2001 im Februar entdeckt hatten, die in der genomischen Evolution nirgendwo, weder bei den Affen, noch bei Säugetieren, noch bei Reptilien, noch bei Insekten, noch bei Pflanzen, irgendwo zuzurechnen oder zuzuordnen sind. Was also heißt, irgendwo muss ja, als der Mensch entstanden ist, irgendetwas sogenanntes Außerirdisches auf, oder Fremdartiges auf diesem Planeten eingewirkt haben bei der Entstehung des Menschen. Ja, natürlich. Ja, es können auch ganz einfach unsere Vorfahren gewesen sein. Ja, 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 sag ich halt. Also, naja, außer euch. Das heißt ja nicht Aliens, natürlich, sondern unsere Vorfahren vielleicht. Genau. Auf jeden Fall ist die darwinistische, wobei das ist noch nicht mal eine darwinistische. Darwin war ja bloß der Gehilfe da von dem Typen, der sie in Wirklichkeit erfunden hat. Ja, ja. Jan Schwarze Socke. Wie hieß nochmal derjenige, der wirklich die Evolutionstheorie... Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Es war nicht Darwin. Darwin war der andere, der Vertreter. Noch nicht mal. Der hat bloß das übernommen, was er gesagt hat. Ach, gehst du in mein Dorf? John Locke? Ah, ja, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, Darwin war bloß sein Gehilfe. Auf jeden Fall, die Evolutionstheorie ist und bleibt eine Evolutionstheorie. Es ist keine Lehre, es ist keine Wahrheit. Jeder, der daran glaubt, ja, der kann auch an den Kommunismus... Ich würde sagen, Evolutionslüge. Ach, da ist auch die Widerlegung drin. Ja. Noch Anmerkungen oder Fragen zu der Vril-Gesellschaft oder zum Vortrag über Vril? Oh, ich kann es ja meine Kamera halten. Okay, da soll eine Widerlegung drin sein. Gut, dann habe ich noch eine kurze Anmerkung. Mach das, ja. Bitte, bitte. Ups. Jupiter E-Book musst du mal sagen. Bei Jupiter E-Book. Was? Bei Jupiter E-Book gibt es. So, ich hatte mir da Notiz gemacht. JupiterE-Book.com. Also den Vortrag, den Herr Dr. Stoll. JupiterE-Book.com. Entschuldigung, bitte. Ja. 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 Da geht es um. Ein Beweis für die Gottesexistenz, habe ich das richtig verstanden? Ja. Gut, okay. Aber der Hinweis ist, bitte nicht über Google reingehen, weil sonst könnte man eventuell abgehalten werden. Ja, ja, zum nochmal, ich bitte nochmal um Aufmerksamkeit zu der Vril-Gesellschaft. Es ist auch interessant, dass die angloamerikanischen Medien, also ARD, ZDF und Co., oder auch BBC oder in Amerika sich über alle möglichen Themen zum Zweiten Weltkrieg unterhalten, auch mal die Thule-Gesellschaft benennen und so weiter. Aber es ist auffällig, dass ausgerechnet die Vril-Gesellschaft meistens nicht bei denen vorkommt oder ein Thema ist. Es ist eine einfache Beobachtung zum einen. Zum Zweiten, der Text, den Herr Dr. Stoll hier vorgelesen hat, hat am Anfang erwähnt, dass es da auch wenig Literatur gibt. Das war 2005 tatsächlich so. Das war 2005 tatsächlich so, aber inzwischen hat sich das geändert. Ich darf Sie, für die, die das Infoblatt haben, von diesmal oder auch die, die das von letztem Mal haben, auf Seite 8, Entschuldigung, nein, auf Seite 6 verweisen. Dort ist nachzulesen unter dem 141. Neuschwarmland-Treffen am 3. Januar 2009 und unter dem davor mal aufgezeichneten Neuschwarmland-Treffen, das 135. vom 3. Oktober 2008, ein Vortragender namens Sven Peters. Der hat nämlich in diesen Jahren über die Vril-Gesellschaft, das lag 2005, wie du sagtest, richtigerweise noch nicht vor, wunderbar recherchiert
und im Argo Verlag, also zum Beispiel die verschwiegene Existenz, Leben der Maria Ortisch auf der Suche nach Beweisen der ersten Flugscheiben herausgegeben. Hier ist auch die Adresse vom Verlag drin und die ISBN-Nummer, falls jemand sich das besorgen möchte. Und auch es gibt ein zweites Buch, die Beweise, exklusiv dann streng geheime FBI-Dokumente, die dann also auch wiederum das hinweisen, also unser Thema Flugscheiben. Ne? Inwieweit jetzt da sozusagen das nach Hause telefonieren, ne? Ich mache das mal so, ne? zum Aldebaran, also praktische Umsetzung dann in Technik hatte und so weiter. Wie gesagt, die sogenannte Jenseitsflugmaschinenforschung, die fing ja schon etwa 1919 an. Da war Adolf Hitler noch nicht mal Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei. Ja? Also diese Forschung, auch die Wissenschaftsgrößen, die in unserem Land immer wieder vortreten, haben ja meistens nicht unbedingt direkt was mit der politischen Führung zu tun. Ja, ja. Darauf wollte ich also nochmal hinweisen. Und hier haben wir natürlich auch, hat der Sven Peters also im Rahmen des Neuschwarmland-Treffens dann auch seine Bücher vorgestellt, beziehungsweise die Highlights aus seinen Büchern. Nicht? Im Rahmen eines solchen Vortrags ist es ja schwerlich möglich, ein 300-Seiten-Buch vorzulesen. Nicht? Da werden wir irgendwann todmüde umfallen. Aber die Highlights hat er vorgestellt, die DVDs, das ist noch nicht im YouTube veröffentlicht. Ist ja auch ein bisschen länger her, ist noch etwas älteres Material. Ich habe damals noch analoge Kameratechnik gehabt. Ne? Ja, ist, ja. Wie gesagt, wer Interesse hat, sich das Thema zu vertiefen, der möge sich die Bücher besorgen oder bei mir die DVDs. Das als solches. Ich bin inzwischen gelobt worden und auch gefragt worden. Also gelobt worden bin ich, weil ich das jetzt schon ein paar Mal geschrieben habe. Ne? Das Dritte Reich oder Dritte Macht erwartet von euch, dass ihr sie erkennt. Hat mich ein Herr angeschrieben. Ich sage das jetzt auch nochmal hier in die beiden Kameras. Nicht? Also schreiben Sie mir Ihre Erlebnisse oder Kommentare, am besten in Briefform. Schreiben Sie auch dazu, ob Ihr Name veröffentlicht werden kann, wenn er sie hier sagen darf. Nicht? Und also schreiben Sie an Peter Schmidt, Kramsterweg 23, 14, 163 Berlin. Ich wiederhole nochmal, Peter Schmidt, Kramsterweg 23, 14, 163 Berlin. Meistens ist in den Videobeschreibungen auch die Adresse und so weiter angegeben. Und da bin ich also gelobt worden, oder wir beide, den Brief musst du noch in Kopie dann kriegen. Sind gelobt und danke, ja. Und wir sollen weitermachen und uns auch nicht abschrecken lassen. Und das... Was das Schöne ist im Leben, ich bin gerade von Mario gefragt worden, ja, die schützende Hand über uns. Ja. Also du sagst ja, die Reichsdeutschen sind sowieso auf unserer Seite, okay. Und dieser Briefeschreiber meint das auch. Der Kosmos, nicht nur der. Ja, ja, der auch. Ja, ja, ohne Kosmos ist sowieso nichts drin, ist schon klar. Aber der meint also auch, dass die, er verwies da auf Forschung, Stichwort Mindscan und Mindcontrol, die schon beim Fraunhofer Institut angesiedelt ist. Und er hat das dann mal dupliziert, mal 1000, was die Reichsdeutschen denn können. Also im Vergleich zum Fraunhofer Institut. Und da sind sie, ist ja der Meinung, das werde ich dann also das nächste Mal vortragen, diesmal noch nicht, dass die also genau auch die Leute hier nicht, also ich sage ja immer, alles was der NSA weiß, wissen die Reichsdeutschen auch. Ja? Also es ist Quatsch zu glauben, dass die das nicht wüssten, was die NSA weiß. Ja? Also das Handygate, ne, gegen Frau Merkel, ne? Ja, nur, ja, man muss eben die kleine. Geschäftsführern kontrollieren, ja, was auch immer. Die weiß ja wahrscheinlich Bescheid. Das kommen wir auch noch dazu, wie sehr die Amis geschrumpft sind. Das wird heute auch noch Thema sein. Ja. Naja, also sie wissen also Bescheid. Es wird also erwartet, oder sagen wir mal so, es wird gehofft, dass die noch hier einen klaren Gedanken fassen können und sich nicht vom angloamerikanischen Fernsehen, also ARD, ZDF und Co., das liebe Gehirn vernebeln lassen, um es mal freundlich auszudrücken, ja, dass die also auch erkennen können, dass die Technik existierte, dass die sich abgesetzt haben und dass die im Hintergrund für uns seit über 60 Jahren hier Frieden halten. Ich werde ja manchmal gefragt, ja, was tun die denn für uns? Ja. Genau, überlegen Sie mal, wie viel Frieden Europa seit 1945 hat. Das ist, weil die Alliierten Angst vor denen haben.
pure Angst, nackte Angst haben die. Mhm. Ne? Woanders gilt das nicht unbedingt. Nicht? Und wie mir gestern ein Taxifahrer sagte, ne, der sagte, ja, seit 1945 haben die Amis ja keinen Krieg mehr gewonnen. Ne? Ich konnte ja mal noch nicht sagen, dass das mit bis 1945 auch noch nicht entschieden ist. Ne? Aber wir haben uns schön unterhalten und seine Conclusion, wie die Amerikaner sagen, seine Zusammenfassung ist, die Amis sind dumm. Naja, aber dafür gibt es leider jede Menge. Ist genauso wie mit den Rotarmisten, da gab es auch jede Menge und die Wehrmacht hatte wirklich die Hände voll zu tun, die aufzuhalten, um Westeuropa fortschritt. Das Buch war doch gerade hier, Viktor Sokhorov, habe ich doch gesehen, mal kurz. Ja. Nicht, also das ist ja wunderbar, ne, dass das hier die Bücher und die Literatur so rumfließt. Nicht, also das will ich wenigstens mal ins Bild halten. Ne. Also Viktor Sokhorov, der Eisbrecher, Hitler in Stalins Kalkül. Der Mann ist sozusagen der sowjetische Snowden. Der hat darüber aufgeklärt, ne, dass die hier auch erinnern, so, dass die schon auf dem Sprung an der Atlantik waren, die Rotarmisten. Ja. Und der hat das wissenschaftlich gemacht. Er ist Diplomat und Akademiker und hat also darüber dann auch publiziert. Musste dann aus Genf, er war Diplomat in der Schweiz, mit seiner gesamten Familie fliehen. Ist jetzt in England in sozusagen Schutzhaft oder Schutzobservation. Und das glaube ich, ich weiß nicht mehr, in Moskau waren zwei oder dreimal zum Tode verurteilt worden. Mindestens zweimal. Nicht? Also weil er ja Geheimnisverräter ist im Sinne also der Ex-Sowjetunion, gleich bitte Dennis, weil er Geheimnisverräter ist, weil er offenbart hat, dass die den Übergriff auf Westeuropa vorhatten. Und diesen Übergriff hat komplett die Wehrmacht verhindert oder besser gesagt vernichtet. Die haben die wenigstens so lange aufgehalten, ne, bis unsere sogenannten heutigen Westfreunde am D-Day gekommen sind. Nicht? Ja, Sie wissen auch, was das D-Day war. Des Tag für Deutschland, Todestag für Deutschland, war der 6.44, nicht? 6.44, nicht? So. Ja, wissen Sie, was am 6.6. dieses Jahr passiert ist? Da ist Edward Snowden passiert. Es ist ein Zufall. Ne? Auch die Sichtung, von der hier Dr. Stoll berichtet hat, vor allen Dingen über Skandinavien. Wissen Sie, wann da die Hauptsichtung war in Skandinavien? Am 23. Mai 1946. Freimaurerdatum. Nein, nicht Freimaurerdatum. Nein, nein. 23. Denen gehören noch nicht alle Zahlen, die gehören uns genauso wie denen. Die tun nur immer so, als gehören ihr die Welt. Das stimmt noch nicht. 23. Mai 1946. Ja, was war das? Der Jahrestag von was? Der Verhaftung der Reichsregierung. So, und da erscheinen auf einmal zur Freude aller ehemaligen Verbündeten in Skandinavien, ne, die Flugscheibenmacht. Ja, wer war da wohl am Steuer? Ja? Können Sie übrigens auch nachlesen im Sternhof, im Jahr, sein Buch 2016. Nicht? Da gibt es ein sagenhaftes Dokument, das kenne ich schon. Das muss ich noch aufarbeiten, weil das leider in englischer Sprache ist. Aber das werden wir demnächst sehen, nicht wahr? Weil es dort einen Bericht gab, was da los war am Himmel. Das wird also hochinteressant sein. Die Reichsregierung spricht also immer noch Hochdeutsch. Natürlich, die sprechen auch zu uns. Und manchmal merken wir das sogar gar nicht, nicht. Denn das hat mir, eben, wie gesagt, der freundliche Schreiber geschrieben. Er hatte dann dort auch eine Szene im Urlaub beschrieben. Und also... Wenn man besonders bei klarem Himmel, bei uns ist es ja manchmal durch diese ganze Verschmutzung hier nicht mehr möglich, viele UFOs sehen will, dann muss man eben nach Südamerika. Nach dem Sturm war der Himmel schön klar. Ich habe am Dienstag ein UFO gesehen, über mein Haus. Wunderbar. Ja, ich muss ich ja, ein Foto machen. Foto machen. Ja. Wenn man kann, schnell. Foto machen. Bist du schnell da? Ja, Fotoapparat muss immer dabei sein. Bitte so. Das ist noch? Oder war das schon? Ich wollte nur sagen, dass Viktor Sokhorovs der Eisen... Viktor Sokhorovs Der Eisbrecher sollte auf jeden Fall gelesen werden in Kombination mit Schulzen-Rohndorfs 1939, der Krieg, der viele Väter hatte. Ja. Weil dann kann man genau erkennen, dass weder der eine noch der andere gelogen hat, weil in beiden Büchern Informationen drinstehen. Halt mal das Buch in die Kamera. Ja, kommt jetzt nächstes. Und dann danach, wenn man sich die beiden durchgelesen hat, kann man sich das Buch hier durchlesen. Ja, Kampfplatz Deutschland. Und dann sieht man, das wird besonders den Frank Thomas Blüthner sehr gefallen, wie man die DDR, also die sogenannten Ossis, die Middies vielmehr, wie man die total verarscht hat und wie man die ja verkorkst hat, verblödet hat oder verblödet wollte. Mittis, das gefällt mir aber. Ja, Mittis, Ossis waren es eigentlich nicht. Nee. Ossis sind woanders. Was ist mit Pommern? Das wäre Ossis, ja. Ja, und Memeland, ja, noch mehr Ossis. Wie gesagt, Viktor Sokhorov durchlesen, Rondorf durchlesen.
durchlesen, erkennen, dass weder der eine noch der andere lügt, dann danach noch das Buch hier und dann weiß man ganz genau, wozu Stalin gedient hatte, ja, und was man mit den armen Mittis gemacht hat. Gut, danke. Eine kurze Einlage. Und zwar habe ich jetzt neulich, Churchill spricht, wer also hier das Dokument noch haben möchte, hier wird also zitiert, was Churchill in seiner Biografie gesagt hat. Und Ronhoff, dieses Buch und dieses Buch habe ich beide, alle drei gelesen. Ronhoff mehrmals, dieses auch mehrmals, das war mir so wichtig. Ich hatte es verlegt gehabt, dass ich es neu gekauft habe, sodass ich es jetzt hier den Kameraden schenken kann. Und Dankeschön. Wenn ich die Memorien hier lese, dann passt alles wie ein Mosaik zusammen. Wir wurden in den Krieg gezogen. Natürlich. Und weil Polen wurde Versailles neu gemacht, um ein Unruheherd zu sein. Aber dann hat Polen nicht mitgespielt, um die zweite Front im Osten auf. Deswegen wurde dann ein Gesandter nach Moskau geschickt von England. Mach mal mit Hitler einen Friedensvertrag. Dann macht er Polen kaputt. Und dann habt ihr die innerdeutsche Grenze und dann können wir vom Westen und vom Osten her Deutschland aufrollen. Und das sagt hier 44 der Churchill noch ganz freimütig, weil er sich ja noch in Sicherheit gefühlt hat und noch wahrscheinlich nichts von Flugschirm gewusst hat. Aber die Originale sind schwer zu finden. Also wer Churchills Biografie von 44 in Englisch hat, ich würde mich freuen, wenn ich da zumindest kopieren könnte. Gut. Ja, danke Mario. Ja. Er will hier noch haben, das Dokument. Ja, kannst du mir eins geben. Churchill interessiert. Danke. Weil gerade der Name Schulze-Ronhoff gefallen ist. Also Schulze-Ronhoff hat, glaube ich, im Ulzog-Verlag das Buch herausgegeben, 1939, Der Krieg, der viele Väter hatte. Es gibt auch hinlänglich bei YouTube Aufzeichnungen, glaube ich. Einfach mal Schulze-Ronhoff, das ist ein Generalmajor, glaube ich, oder Generalleutnant, Beschaffung, ja, hat in Koblenz wohl gedient und hat dann irgendwann sich über Merkwürdigkeiten in Geschichtsbüchern seiner Kinder und dann hat er selber angefangen zu recherchieren, ne, und dann ist er darauf gekommen, dass also unsere Geschichtsbücher für die Kinder natürlich falsche Aussagen treffen. Wie auch immer, nicht? Also die 10 oder 14 Tage vor dem 1. September 1939 hat er mal unter die Lupe genommen. Und auch sich die Veröffentlichung bestimmter Außenministerien Frankreichs, England, aber auch der Deutschen, der echten, nicht? Da muss man dann die Originale sich besorgen und nicht die angloamerikanischen Nachdruckungen, ne? Wo dann also auch Fälschungen natürlicherweise drin sind, nicht? Also was da, wir haben ja gerade gehört, nicht? Rockefeller hat für 139.000 Dollar die Geschichte des Zweiten Weltkriegs sozusagen schreiben lassen, ja. Ja, das hat ja dann nichts mit Tatsachen zu tun. Das Schöne, ja, die haben ja das Geld, nicht? Das Schöne, der spricht, genau wollte ich gerade vorstellen, und zwar General AD Gerd Schulze-Ronhoff spricht am Dienstag, den 12. November 2013, ab 19.30 Uhr, und zwar in einem Gesprächskreis, das Dienstagsgespräch, das Herrn Hans Pieper heißt er, mit Vornamen heißt er, glaube ich, Hans. Muss man sich da anmelden, Herr? Wahrscheinlich. Läuft über persönliche Einladung. Persönliche Einladung. Also gut, dann also bitte ja, sich. Hingehen. Ja, hin oder hingehen, oh, ja. Also die brauchen keine Einladung. Persönliche Einladung. Also der ist noch nicht ausgeladen worden von der BRD, ne? Ja. Wird schwer möglich sein. Er ist ja General AD der BRD, nicht? Aber er redet im Klartext. Das ist das Schöne. Also dann sage ich mal den Veranstaltungsort. Das ist also dann. Man möge sich bitte an dich wenden. Wichtig. Ja, aber ich weiß nicht, wann ich in der Lage bin, das ins Netz zu stellen. Ich glaube nicht, dass es ihm recht ist. Meinst du? Ja. Das wird boykottiert werden, Peter. Ja, dann machen wir es anders. Dann sagen wir, ganz ruhig, nein, ist ja egal. Ich sage es nachher für die Anwesenden hier ohne Kamera. Und für die Kamera sage ich, man möge sich an Hans Pieper wenden. Postfach 100721 in 10567 Berlin. Ich wiederhole, Postfach, also Herr Pieper, Postfach 100721 10567 Berlin. Ja, oder wer Bescheid weiß, Dienstagsgespräch, ich weiß nicht, ob da irgendwie was in Aber nicht mit deinem Helmut Pieper.
Ja, wie gesagt, Schulze-Rohnhoff ist schon wichtig. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich die Veranstaltung auch aufgezeichnet wird, dass man dann später... Aber es ist ja vielleicht den einen oder anderen von Interesse, Herrn Schulze-Rohnhoff mal persönlich kennenzulernen oder auch mal eine Frage zu stellen. Das sollte man auch tun, solange die Leute überhaupt noch öffentlich tätig sind. Ne? Wenn die nachher, so wie ich, dann ins Siechenheim kommen oder so, ne? Ich weiß nicht, ob ich aus dem Siechenheim dann noch YouTube machen kann, ja, keine Ahnung. Oder ob ich das überhaupt erreiche, ne? Also, ja, mir geht es heute auch nicht so gut. Haben Sie also bitte Nachsicht. Ja, und gut, das waren jetzt eigentlich die Kurzkommentare. Jetzt muss ich mal kurze Pause machen, weil du bist ja eigentlich dran. Ja.